Sie wissen es mit Sicherheit, am 3.10. ist in Deutschland Feiertag. Aber die wichtigen Jubiläen, die wichtigen Feierlichkeiten, die sind schon ein paar Tage vor, am 30.09. und am 1.10. Denn da sind die Tage der deutschen Heinzeit. Eine lokale Musiklegende feiert mehrere Jubiläen und heute ist sie hier. Ich begrüße Heinz Balzer. Heinz, schön, dass du da bist. Hallo. Heinz, wenn du auf die Jubiläenzahlen guckst, 30 Jahre alt, Rheinpower, 50 Jahre Heinz Balzer live, ist schon was. Ist schon was. Wie gesagt, heute ist ja sowieso in Worms ein legendäres Jubiläum, genau auf den Tag, 900 Jahre. Wormser Konkordat, 500 Jahre Wormser Reichstag mit Luther, Rolling Stones, also Nettenbaum, 60 Jahre. 50 Jahre Hammer Open Air war gewesen und wie gesagt, ich kann da nur mit dem Hammer Open Air mithalten. Das muss man auch erstmal können. Ja, immerhin. Ich habe 50 Jahre das größte Rockfestival in Deutschland besucht. Gell. Das war in Gammersheim gewesen, da sei noch die Cut. Gell. Dann war mein erster Besuch in England gewesen. Ah, klasse. Das war, wie gesagt, das allergrößte Rockfestival in Deutschland. Gell. Gammersheim, gell. Und das ist die Originalkarte, die ist auch 50 Jahre alt, gut aufbewahrt. Gell? Und vor 50 Jahren habe ich das erste Mal England besucht und da hat bei mir die Rockmusik richtig gezündet. Und meine allererste Band, sondern Atomrock, die wurde in Ibersheim gegründet. Vielleicht kann man das da auch mal zeigen. Ja, das sieht man wunderbar. Wurde auch 1972 gegründet. Links haben wir damals ausgesehen und rechts sehen wir heute aus. Gell? Hat sich nicht viel verändert, muss man sagen. Ja, danke. Ja, genau. Da will man leben. Und das ist ja auch der erste Songtitel, den du uns mitgebracht hast, oder? Ich habe euch einen Songtitel mitgebracht, der heißt Ich will leben. Den soll die Regie jetzt vielleicht mal einspielen. Gell? Schauen wir mal rein. Heinz, hinter diesen Bildern steckt ja auch eine Geschichte. Was verbirgt sich denn dahinter? Das ist richtig. Das Stück heißt Ich will leben, ist schon ein älteres Stück. Aber wir haben das vor 2, 3 Jahren wieder ins Programm genommen. Und jetzt gerade in den Zeiten, wo wir im Moment haben, habe ich gemerkt, irgendwie, das ist wie Leben. Das hat wieder die Leute begeistert irgendwie. Da haben viele Leute einfach mitgemacht, weil die konnten mit dem Titel was anfangen. Wie wir das ja bei der Kulturnacht gespielt haben, da haben die Leute vorrichtig getanzt. Ach, ganz junge irgendwie. Und das hat mich sehr gefreut, obwohl das Stück schon älter ist irgendwie, hat es genau wieder da reingepasst irgendwie, ja. Und Tanzen passt ja auch zum nächsten Einspieler, ne? Das ist richtig. Wir sind jetzt wieder bei den 30 Jahren, bei dem Tag der deutschen Heinzeit. Der war vor 30 Jahren nämlich wirklich exakt am 3. Der war am 3.10. gewesen. Das war ein Samstag und da haben wir den Odeon gefeiert in Worms, gell? Und da sehen wir jetzt eine kurze Aufnahme von dem Tag, vom den ersten Tag der deutschen Heinzeit vor 30 Jahren. Das Stück heißt Rock'n'Roll, ja. Schauen wir rein.
Rock'n'Roll, das ist deine musikalische Heimat. Aber es gibt natürlich auch eine geografische Heimat. Das ist natürlich Ibersheim. Was gibt noch eine zweite? Das ist richtig. Die erste Heimat ist natürlich der Altheim Ibersheim, aber meine zweite Heimat ist der Donnersberg schon immer irgendwie. Und wie gesagt, Altran Power wurde auch in dem Jahr gegründet, 1992. Und der erste Auftritt, der war nicht im Altrhein, sondern der war am Donnersberg gewesen, weil okay. Ich habe mich immer hingezogen. Und zwar war der am 23.05.1992 in einer kleinen Art namens Katzebach. Das liegt bei Rockenhausen, okay. Also Rocken und Hausen. Ja, das passt super. Also am Donnersberg, und da war unser erster Auftritt gewesen. Aber die erfolgreichste Auftritte dort, die habe ich eigentlich immer in der oder auf der Burgruine Falkenstein gehabt, direkt. Und da habe ich bis jetzt als einziger Rockmusiker durfte ich dort siebenmal spielen. Irgendwie. Wow, siebenmal? Siebenmal, genau. Und der erfolgreichste Auftritt von uns, von Altrhein Power, der war am 27.07.1996 dort gewesen. Dort, also man kann wirklich sagen, dort die Burgruine gebebt. Und dort hat sich gezeigt, dass Rock und Ruine doch sehr gut zusammenpassen. Und auch das hat damals schon, dann hat er das Montagsmagazin hat es damals noch geheißen, auch die haben das gefilmt. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Dann schauen wir mal. Da habt ihr, Heinz, wirklich abgerissen, nicht die Ruine ganz vollständig, aber richtig abgerockt. Und du hast ein ganz besonderes Instrument, ne? Das kann man sagen, irgendwie das Instrument ist sehr selten, das ist aus den 60er Jahren. Und dieses Instrument werde ich demnächst vererben an ein Museum in Bayern. Also das ist so kostbar, ich spiele das jetzt nicht mehr. Und wie heißt das denn und wie groß ist das denn? Das ist ja so ein Bass. Ist genauso groß wie ich, also ein, ja. 1,75 so ungefähr. Und ich trenne mich also von dem Instrument gern, weil das landet jetzt demnächst im Museum in Bubenreuth, da gehört es auch hin, weil dieser Museumsdirektor, der verwaltet diese Instrumente von dieser alten Firma, Framus heißt die, gell? Und demnächst, wie gesagt, bekommt er das Instrument von mir, gell? Du hast jede Menge mitgebracht, jede Menge spannende Einspieler. Das ist ja auch jetzt altes Material. Wie ist das so, das alte Material nochmal zu sehen? Das ist, wie gesagt, interessant. Mir kommt jetzt aber langsam in die Neuzeit. Das ist mir schwer gefallen, durch über die 30 Jahre, wie gesagt, da was Repräsentatives rauszusuchen. Aber Altran Power ist ja eine Wamser-Band, die auch viele Preise gewonnen hat. Ein halbes Dutzend zum Beispiel haben wir gewonnen. Das bekannteste war mit dem Salat-El 97 auf der internationalen Musikmesse. Da kommen wir ja auch nochmal zu. Da kommen wir noch dazu. Und ich habe auch einen Wamsenpreis gewonnen, das war 2005 bei den Nibelungenfestspielen, das heißt im Rahmenprogramm. Wir haben einen Song gespielt und das heißt, der Hagen hat den Schatz versenkt irgendwie. Nur bei der Stadt Worms ist das so, wie gesagt, bei den halben Dutzend Preisen haben wir jede Menge Geld bekommen irgendwie. Die Stadt Worms, das war der einzige Preis, wo wir kein Geld bekommen wirklich? Haben. Das war wirklich so. Wir haben zwar den ersten Platz gemacht und da 100
und der 100 Eisendungen mit dem Song durften dann auch spielen. Am 20. August 2005 im Hansraum war extra ein Festival da im Rahmenprogramm mit jeder anderen Bands noch, aber es hat kein Cent dafür gegeben. Aber ich wundere mich schon nicht, die Stadt Worms, die ist chronisch klamm. Jetzt mit dem neuen Millionengrab am Ludwigsplatz, da braucht man sich, wie gesagt, nicht zu wundern, irgendwie, dass da für uns Kleine das noch nicht viel gibt. Aber vielleicht wäre das ja auch eine Ruine, wo man auftreten könnte vielleicht. Ja, genau. Und da bin ich ja schon aufgedreht auf dem Ludwigsplatz. Und zwar 2007 bei der allerersten Wormser Kulturnacht. Wir waren die allererste Rockband, wo sowieso bei der Kulturnacht dabei gewesen ist. Und auch da sind wir aufgetreten. Da konnte man sogar noch auftreten, buchstäblich auf dem Platz, ohne Bedenke irgendwie, 2007. Gell? Und ich würde sagen, jetzt gucken wir einfach mal, der Hagen hat den Schatz versenkt von 2005. Wurde erzählt in alten Meeren von einer Stadt, die uralt war, von Männern, die noch Krieger waren, von Frauen, keusch und wunderbar. Gunther Hagen und die Recken waren Siegfried auf der Spur, ein Speer traf plötzlich seinen Rücken und aus was mit der hellen Tour. Der Hagen hat den Schatz versenkt. Auf ein Boot und schrumm ab, da war's dann so weit. Jakobi, der ist ganz nah dran, so schreibt ein Blatt, das jeder kennt. Vielleicht ist ja was Wahres dran und es liegt Gold im Sediment. Der Hagen. Ja, als Musiker kommt man rum, man trifft sehr, sehr viele Leute, oder Heinz? Das ist richtig. Wie du sagst, man kommt rum. Und ich bin auch viel auf der Musikmesse in Frankfurt gewesen, auf große Konzerte. Und ich habe schon 1979, da hat ja noch kein Mensch gekannt, wie er bei Police gespielt hat, habe ich den Sting in Heidelberg kennengelernt. Ja, da waren die ganz unbekannt. Ich bin der Bassist und später habe ich noch den weltberühmtesten Bassisten getroffen in Frankfurt. Das war der Jack Bruce, habe ich noch getroffen. Und der Martin Turner, den habe ich in Bombs wieder getroffen. Der hat mal bei Jazz & Joy gespielt. Also das waren alles ganz Berühmte. Und persönlich durfte ich betreuen den Wolfgang Niedecken von BAP 2004 bei dem Randürkamp. Oben Air übrigens die größte Veranstaltung, Oben Air, die es je in Worms gegeben hat am Rhein. Der Rolf Zukowski habe ich 2004 kennengelernt. Und Hit an Frau, wo ich kennengelernt habe, das war die Uschi Nerge. Es wird viele Jüngere nichts mehr sagen. Die Uschi Nerge war die Frau aus der 60er, die den Beat Club gemacht hat. Gell? Das war damals Kult. Es hat noch nicht viele Sendungen im Fernsehen gegeben. Und die Uschi Nerge war die Frau damals in der 60er, das war fast ein Skandal, mit dem kürzesten Minirock im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Damals hat es ja noch kein privates Fernsehen gegeben. Und die habe ich vor ein paar Jahren drüber getroffen. Und da hat sie mal die Widmung reingeschrieben. Hier sieht man sie. Und die Uschi Nerge, die hat jeden Großen von der Szene getroffen. Und bei der ist eine Jimi Hendrix das allererste Mal in Deutschland aufgetreten, nur als Beispiel. Also das waren nur ein paar Leute, die ich so getroffen habe. Unter anderem war noch der Bernd Fritz, das war der Buntstiftelecker vom Thomas Gottschalk 1988. Bei Wetten, dass auch wieder ein Skandal gewesen. Und so weiter. Vom Richard von Weizsäcker, ehemaliger Bundespräsident, habe ich 92 gespielt. Das könnte man jetzt noch ewig fortsetzen, aber wollen wir es mal dabei belassen. Gell? Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, man schwärmt ja dann auch so ein bisschen für Sie, oder? Wenn man die Leute mal kennenlernt, sind die ganz normal irgendwie. Und man kann mit denen reden. Und wenn es noch Musikerkollegen sind, dann kann man mit denen sogar noch Fachsimple, wie mit denen Bassisten zum Beispiel auch irgendwie. Gell? Ja. Und dann zum Glück kann man sagen, Minirock ist ja auch ein bisschen Erotik mit dabei und da braucht man auch ein gewisses Alter und das ist ja auch eine gute Überleitung für den nächsten Song, denn der heißt Mit 18. Der heißt, genau, der heißt Mit 18 und zwar haben wir den gespielt
auch am historischen Datum, am 20.07.2006 auf die Kisselswiese. Hast du auf der Kisselswiese? Die heißt direkt. Wirklich so, ja. Hat ja mit dem Kissel nichts zu tun, damals schon Bürgermeister. Und da haben wir die gespielt zu dem denkwürdigen Deutschen Tag. Und das war natürlich riesig. Und den Song gucken wir jetzt ausnahmsweise mal in voller Länge, weil wir haben damals Big Band Besetzung gehabt. Und da stelle ich jetzt während dem Song live alle Mitmusiker von damals vor. Also. Mit 18. Deine Mutter, die nahm mir das immer krumm, ich sollte was Besseres werden. Wir verdienten 400 Mark pro auf dem Finger in der Stones-Kopf. Wenn die Zahlen verstimmen, es klingt dir nicht los, wer hinter uns Fürchen ist. Ja, ich möchte zurück in den Altrein, ich will das singen. Wir spielen mal immer und auch mal dort.
sind längst noch nicht etabliert. Ständig unterwegs, für wenig Kohle, was manchmal ganz schön frustriert. Ja, ich möchte zurück in den Altrhein, möchte wieder singen, ich schön, sondern geil und laut, dann lieber über mein Gold versinkt, aber der Mann, ja, der ist in Wams geklaut. Ja, und so groß das Ensemble war gerade eben auf der Bühne, so groß ist, sagen wir, auch die Albumauswahl, die über die ganze lange Musik zeigt, mit dir erstanden ist. Was haben wir denn hier alles hier in diesem schönen Schaubild? Das ist die allererste CD von 1992, die ich an diesem Tag der Deutschen Hallenzeit, am 3.10. wirklich vorgestellt habe. Und das geht dann bis 2018, das war das letzte Werk. Und es gibt auch zwei Doppel-CDs, mit, die eine sogar noch mit einer DVD mit 3 Stunden Spielzeit drin, was auch ihr vom offenen Kanal, also Domuz Montagsmagazin, noch geschnitten habt. Gell? Und also, was ihr hier seht, ist wirklich eine Zeitreise durch 30 Jahre von den ganzen Werken von Altrhein Power. Gell? Aber kommen wir vielleicht jetzt zum ganz Neuen. Gell? Oh, eine DVD. Dieses Werk gibt es exklusiv ab dem 30.09. In diesem Jahr, also wie gesagt, ab dem Tag der Deutschen Hallenzeit dieses Jahr. Und zwar ist das DVD über die Entwicklung von Salatöl, ist das, gell? Der und zwar Song? Dieser Song, der wurde auch, wie gesagt, begleitet von euch und von anderen. Und zwar ist das eine Zeitreise von 1989 bis ganz aktuell zum letzten Jahr, wo wir auch bei Wams bei der Kulturnacht gespielt hatten. Also ist es ganz lustig, man kann das dann richtig verfolgen. Und wie gesagt, die gibt es auch dort an dem Tag. Und Salatöl gibt es auch auf dem Donnersberg. Zu dem wollen wir nochmal springen, ne? Salatöl gibt es auch am Donnersberg, genau. Und es gibt in Zukunft noch eine Parallelband von Altrhein Power. Das ist eine akustische Variante. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Auch die habe ich am Donnersberg vom Jahr das erste Mal vorgestellt. Ja. Schau ich in die Pfalz und nachher essen. Jetzt ist es soweit, bin durstig und hungrig, freu mich auf gutes Trinken und Essen. Da gibt es die Blockhütte, Falkensteiner Hof, auf die Burghütte lädt mich ein. Aber ich bin ja im Kastanienhof, deshalb muss es schon der Pfalzblick sein. Ich wandere um den Donnersberg herum, von Dannenfels nach Falkenstein. In der Brauerei Bischof in Windbeier, da kehre ich das Mal ein. Jetzt wisst ihr schon? La, 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 la. Ja, es gibt nicht nur eine neue DVD, sondern es gibt auch was Analoges, was zum richtig in der Hand halten. Genau, es gibt demnächst auch, das kommt allerdings erst im Dezember raus. Ich habe ja vor 20 Jahren schon mal ein Buch geschrieben, mit dem, was ich da erlebt habe. Und im Dezember wird ein neues Buch von mir veröffentlicht mit allen deutschen Texten drin. Das sind über 50 Stück. Das heißt, alle Songs? Da sind alle Songs von Altrhein Power drin, alle Texte und noch Geschichte und jede Menge Fotos. Und das durch auch hier in Worms veröffentlicht, und zwar am 15.12. in diesem Jahr beim Bücherbessler. Ja. Das heißt also, es lohnt sich vielleicht für alle Musikfans, vielleicht auf dieses Weihnachtsgeschenk zu warten oder einen Tipp zu geben vielleicht? Genau, und das wird dann, wie gesagt, dort veröffentlicht und kann man dann auch jede Menge nachlesen über diese 30 Jahre und auch noch ein bisschen über die Zeit vorher. Ja. Aber es gibt natürlich auch Musik. Ihr macht jede Menge Veranstaltungen, richtig? Das ist richtig. Da sind wir wieder beim Garage Rock, den ich auch seit 2010 mache. Und wer von euch das Wo gelesen hat, das neue, das aktuelle Wo, da steht es auch drin. Und zwar auf Seite 36 ist die Veranstaltung auch sehr schön beschrieben irgendwie. Ja. Es gibt auch, ich habe auch einige Flyer in Worms ausgelegt, aber wie gesagt, ich lade euch da alle ein. Die Veranstaltung ist öffentlich. Gell. Es kostet kein Eintritt. Gell. Freitag, der 30.09. und der 1.10. dann, also wie gesagt, kommt. Die Tage der Deutschen Hallenzeit. Die Tage der Deutschen Hallenzeit. Am 30.09. spielen wir nur akustisch und am 1.10. rockt Altrhein Power ab. Gell. Du hast ja auch ein Interview gegeben für die Wormser Zeitung und da hast du auch erklärt, warum du in Ibersheim bist. Woher kommt das, dass es Anführungszeichen du die große Bühne, um jetzt mal salopp zu sagen, in die Provinz gebracht hast? Was verbirgt sich dahinter? Ich bin aus der Provinz, ich bekenne mich auch dazu und ich gehöre zu den Leuten, die ganz früher schon beim
Hammer oben Erdbeer waren. Früher war es noch das Eicher oben hier. Wir kommen alle aus der Provinz und ich bin auch in der Provinz geblieben, obwohl ich, wie gesagt, viel rumgekommen bin. Ich habe sogar zwungen um England im Pub gespielt. Also ich bin schon ein bisschen in Europa rumgekommen, habe viel da gesehen. Kann nicht jeder von sich behaupten. Aber ich hänge halt dran und deswegen mache ich diese Veranstaltung halt immer bei mir zu Hause. Das ist halt gemütlich und wir haben da kleine Bühnen. Also ich kann euch nur sagen, die Bühne ist größer als in mancher Kneipe. Der Raum ist groß und ist sehr gemütlich. Und wie gesagt, kommt da einfach mal und lasst euch blicken. Und jetzt sind wir fast schon am Schluss angelangt. Ich habe euch auch noch was mitgebracht. Oh, wann die Regie vielleicht dann gerade mal meine E-Mail-Adresse einblenden wird gleich. Gell? Und zwar zu dem Jubiläum habe ich euch was mitgebracht. Und zwar gibt es da mal wieder Verlosung. Ui. Da kann man jede Menge gewinnen. Was kann man denn alles gewinnen? Das packe ich jetzt mal aus. Man kann diese DVD gewinnen. Man kann meine allererste CD-Gewinne, die es so nicht mehr gibt, von vor 30 Jahren. Ja? Ist auch ein Autogramm da drauf? Das mache ich dann vor der Bühne. Und das ist die letzte, die ich ja auch bei euch vorgestellt habe. Das neueste Werk, die erregende Sehnsucht. Dann ist noch da drin ein T-Shirt von Altran Power von unserer Jubiläumstour 2018. Gibt es auch noch dazu, XL. Ja? Also jeder kann es tragen? Ja, das kann jeder tragen. Was noch dazu gibt, ist mein altes Buch, wie gesagt. Das ist von vor 30 Jahren. Ja? Erstes Buch. Und das Besondere ist, ich bin ja nicht nur Musiker, ich bin auch Biobauer jetzt geworden. Ich habe eigentlich Plantage. Und in dieser Plantage stelle ich auch einen eigenen Brand her. Das ist jetzt ein Jubiläumsbrand. Und zwar ist das ein Quitte-Schnaps. Gell? Der hat 41% der Heinz-Quittenbrand. Und den gibt es also auch in dem Rucksack. Den kann man, kriegt man dann auch dazu. Der ist garantiert wie Salatöl, also biologisch gebaut. Wie gesagt, aus dem eigenen Garten, ungespritzt. Gell? Den gibt es dazu. Vielleicht sollst du noch mal sagen, was muss man tun, um die ganzen besonderen Sachen das zu gewinnen? Das ist ganz einfach. Ihr schickt mir einfach eine Mail. Ich will gewinnen. Unter dieser Adresse, die eben eingeblendet wurde. Und der allererste, wie gesagt, der sich da meldet, also sagt schnell, der gewinnt es. Der muss allerdings dann, wie gesagt, das ist die Voraussetzung, der muss zum Garagenrohr kommen am 30.09. oder am 1.10. zu mir. Und da kriegt er dann überreicht. Also ich fahre da nicht noch in der Wand rein. Das muss er sich schon die Mühe machen, einfach zu mir zu kommen. Und dann lernt man es vielleicht auch kennen. Und da kriegt er von mir das ganze Package überreicht und hat noch einen schönen Abend dazu. Gell? Das sollte, denke ich, ein leichtes sein. Und wenn man mehr zu dir wissen will und noch mehr erfahren will, du hast auch einen Online-Auftritt, du hast eine Internetseite. Wir haben eine Internetseite, genau, das ist Altrainpower, altrain-power.de. Sie wird gerade eingeblendet, gell? Und die Facebook-Seite heißt ganz einfach Heinz Balser und Altrain Power. Da sind auch diese ganze Aktivitäten drauf beschrieben, also diese neue. Da kann man das alles nachlesen. Und wer es zum Garagerock nicht packen sollte, der hat noch die Möglichkeit, wir haben das ja noch einen Auftritt. Und zwar ist der am 5.11. in Alzheim im Alte Kältehaus. Wunderbare Location, da haben wir das ja schon mal gespielt. Da würde ich euch aber empfehlen, meldet euch an. Der Auftritt im Februar, der war im Vorfeld schon ausverkauft, weil das so schön die Location ist. Und dann spielen wir auch, weil der war richtig lang an dem Auftritt irgendwie. Das kann ich euch versichern. Also unter 2,5 Stunden geht doch nichts im Alte Kältehaus. Gell? Also meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Es gibt jede Menge mit Heinz Balser zu erleben. Und natürlich, Sie haben absolut recht. Ich höre Ihr Aufschreien, Heinz Balser darf natürlich ohne was nicht gehen, ohne Salatöl. Ja, das habe ich mal gedacht. Ich wollte mich auch mal bei der Wamser bedanken. Ich bin jetzt schon relativ musikalisch unterwegs. Und zum Abschluss, gell, wird einfach nochmal der ganze Clip Salatöl in voller Länge gezeigt. Und damit möchte ich mich verabschieden. Gell. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Heinz. Wir drücken die Daumen, dass alles in Erfüllung geht. Und Sie, meine Damen und Herren, gehen natürlich zu den ganzen Konzerten. Machen Sie beim Gewinnspiel mit. Und jetzt hören Sie sich erstmal Salatöl in voller Länge an. Viel Spaß dabei. Im Sommer, wann ich ende durch,
dann mach ich mir mein Salat mit viel Salate, 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 Salate. Das merk ich gleich bei jedem Schritt. Das liegt bloß an der Biokost. Ich krieg die Kraft aus meinem Kompost. Wir müssen mal den Gardasee. Dort werdet ihr mich auch verstehen. Sogar das Unkraut Feischei, das kommt in mein Saladen ein mit viel Salade, 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 Salade. Vitamin, auf dem du wächst grad jedes Kraut. Das hübsch mein Nachbar Bauklitz staunt. Ob Erbse oder grüne Bohne, dort tut sich jede Aussaat lohne. Von Sellerie bis Blumenkohl mach ich Salat und fühl mich wohl mit viel Salate, 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 viel Salat. Shut up!